Hallo, ich bin Gin mal wieder im Arbeitszimmer. Es ist Samstag und es ist noch recht früh. Wir beginnen jetzt, wir sind heute zu zweit und wollen eine ganze Menge wegschaffen. In letzter Zeit haben wir echt, waren wir abends immer bis 22, 23 Uhr im Haus. Irgendwie habe ich die Kamera auch nie mitgenommen, weil wir echt viel immer gemacht haben. Heute sind wir aber in Ruhe da, wollen trotzdem viel schaffen. Heute ist ja auch ein Samstag, heute kann man schön am Stück arbeiten. Ich zeige euch mal in der Zwischenzeit, was wir alles gemacht haben und was wir heute machen wollen. Gemacht haben wir auf jeden Fall die Laibungen, die haben wir mit puren Betonsteinen aufgefüllt. Man sieht übrigens, das sieht man nicht, hier ist eine Folie vorm Fenster. Das sieht man auf der Kamera echt nicht. Auf jeden Fall ist hier eine Folie vorm Fenster, weil die Fassade gemacht wird. Die zeige ich euch auch gleich. Den Zwischenstand. Wir müssen noch ein paar Fenster, ich glaube 7, ganz viele im Obergeschoss. Hier unten haben wir die Stürze alle geklebt. Da. Hier habe ich übrigens gerade einen Ansatz gemacht, um die Steine dann zu kleben. Es fehlen hier unten nämlich nur noch zwei Steine. Also zwei Fenster. Das Fenster, da waren noch Fliesen drauf, die habe ich gestern noch weggekloppt. Und das kleine Treppenhausfenster. So, was machen wir hier unten noch? Gleich wollen wir hier die Trockenbauwand setzen. Habe ich schon 20 Mal erzählt, wir haben es immer noch nicht gemacht, aber diesmal machen wir es hoffentlich. Und die Decke da wird weggerissen, damit wir da neu abhängen können, weil so können wir es nicht lassen. Das sieht ja scheppig aus. Ich weiß nicht, wie viel wir hier verputzen können, ob der Installateur hier noch an die Leitung muss, aber das werden wir einmal sehen. Und ich muss mir noch überlegen, wie wir diesen Schacht wieder zukriegen, weil da ist das Treppenhaus. Weiter geht's. Hier unten ist sonst nichts. Den Rohbauer können wir, wenn wir Steine fertig haben, mal rausholen. Und dann kann der hier abrüsten. Da wird noch mit Estrich aufgefüllt. Ich glaube, das macht auch der Rohbauer. Ich gehe mal hoch. Auch das Fenster, das müssen wir noch komplett bekleben, links, rechts und oben. Das Bad habt ihr letztens schon gesehen mit dem Trockenbau. Hier müssen wir nur noch oben die Steine kleben. Das machen wir gleich sofort, wenn der Ansatz gezogen hat. Hier müssen wir auch noch kleben, aber hier waren Fliesen dran. Das Mörtelbett ist komplett mitgekommen. Und hier muss ich gucken, wie wir das begradigen. Gerade hier ist einer der Hohlsteine weggebrochen und irgendwie müssen wir das jetzt auffüttern. Ich habe mal so ein Brett da dran gemacht und hoffe, dass wir die Ecke zukriegen. Was wieder offen ist, ist das Klo, weil der Elektriker da Kabel langziehen möchte. Was mich ein bisschen geärgert hat, weil wir wollten eigentlich den Trockenestrich hier reinlegen. Endlich. Schon seit Wochen, da wusste er auch Bescheid. Und plötzlich musste es aufgemacht werden. Naja, Sonntag, also morgen, hat er es fertig und dann können wir es schließen. Das heißt, heute machen wir den Boden hier nicht, aber demnächst. Mein Akku schreit übrigens. Ich mache mal kurz Stopp, damit das Video gesichert ist und mache dann nochmal auf Play. Mal gucken, wie lange das jetzt gut geht mit dem leeren Akku. Ja, hier ist der Boden, der Trockenestrich. Ansonsten, ach so, wir haben auch hier Licht. Ah, da ist er. Und. Ey. Zack, Licht an. Da, das Licht klappt. Wir haben übrigens eine zweite Glühbirne auch. Da. Ach so, was haben wir noch? Ja, hier, guckt. Unser 6 Tage Lieferzeit Absturzsicherung-Ding ist da. Es hatte übrigens fast 6 Wochen Lieferzeit. Und unsere Schrauben für die Treppe sind da. Das ist die Treppe hier drunter. Das heißt, wir können auch bald die Treppe setzen. Das wird ein Kumpel von uns machen, der schwindelfreier ist.
So, die Fassade zeige ich euch, wenn ich gleich das Akku gewechselt habe. Und den Akku gewechselt habe. Was haben wir noch? Datendosen. Zack. Kann man PC anschließen. Hier ist, kommt mein Nähzimmer rein. Hier habe ich auch einen PC. Hier Geschnittmustern. Oder Recherche für Sachen. Ja. Dann gehe ich nochmal auf Stopp drücken und gehe mal weiter in den Keller. Vielleicht reicht der Akku noch. Jetzt habe ich wieder Play gedrückt. Jetzt bin ich im Keller. Und auch hier haben wir Licht. Hier ist der David zugange. Hallo. Der macht was genau? Ich prügel gerade dieses wunderschöne Stahlregal hier klein, damit wir ein bisschen Platz haben, um gleich in Ruhe hier ein Pelletlager aufzubauen. Das Ding hat die besten Zeiten hinter sich. Das kommt zum Schrott. Weil der Vorbesitzer, das ist total stabil. Allerdings ist es auch total angerostet und irgendwo haben zwischendurch ein paar wilde Katzen reingepinkelt. Ja, das stinkt. Deswegen kommt es weg und wir ersetzen das Ganze durch ein bisschen was Frisches. Ja, und wir brauchen den Platz, damit wir hier ist die alte Wanne von dem Öltank. Und hier sind schon mal Holzbalken, die wir auch bestellt hatten. Die hatten auch lange Lieferzeit, glaube ich, 8 Wochen. Ne? Mhm. Vor allem hatte ich die bestellt, geschnitten bestellt. Und auf einmal kommt der mit einem 6 Meter Baumstamm an. Und dann frage ich den, wie ich den denn bitte ins Auto kriegen sollte. Ich habe die doch geschnitten bestellt. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ist ihr Problem. Sie können ja in die Schneider, also in die Sägerei gehen. Und der Sägemeister, der da war, sagte doch, ich habe ihn die doch... Der hatte mich wiedererkannt und hat gesagt, sie haben die doch geschnitten bestellt, warum haben die ihnen den 6 Meter Baumstamm? Und dann hat er mir die schön geschnitten. Hat er auch nicht in Rechnung gestellt, oder? Nein, hat er nicht in Rechnung gestellt. Aber der hat sich halt auch über seinen Kollegen da oder über dieses Werk ein bisschen geärgert, weil wir haben natürlich jetzt alle Kunden, die hinter uns dran waren, zum Warten verordnet. Zum Stämme aufgehalten, ja. Weil das waren echt lange Baumstämme, also lange Hölzer. So, unsere Heizung, die kennt man ja. Die muss noch zugemacht werden. Ich muss mal fragen, was wir alles schon zumachen können von den ganzen Installateuren und was nicht. Ja, hier sieht es gerade wüst aus. Achso, du hast das im Regal ausgeräumt. Genau, wenn wir nachher fertig sind, werde ich das hier vor dem Lager ordentlich aufbauen, weil so kann ja keiner arbeiten. Lass noch einen zweiten Karton holen, dann können wir die kleinen Teile in den Karton tun für den Installateur. Ja, das klingt nach einer guten Idee. So, ich muss gleich das Akku wechseln. Ich gehe noch einmal die Fassade zeigen. Ne? Ja klar, mach das ich. Schraube dann weiter. Hier unten ist sonst... Ja, hier sieht es ein bisschen sichtig aus. Also ihr seht es nicht, ich kriege auch kein Licht an. Aber der Boden ist nass. Da ist auch noch ein Abfluss hier irgendwo drunter. Das ist so unsere Kammer des Schreckens. Ah, hier, Datenkabel. Was mich gewundert hat. Hier haben wir jetzt so einen Schrank. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Ob das so ein Serverschrank wird. Hier, guckt, wir haben auch hier Licht. Tada! Unsere Hütte hat Strom. Hier hat der David gestern noch die Steine weggekloppt. Das heißt, wir können, da ist ja auch eine Tür dran, das Regal wird auch klein gemacht. Wir können langsam, wir haben schon mal 20 Kartons gepackt mit Winterklamotten und Cosplays, die ich momentan nicht anziehe, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Die haben wir schon mal eingepackt und die können wir hier schön lagern erstmal. So, hier kennt man ja, nicht viel passiert. Ich werde mal raus zur Fassade gehen. Ich mache aber wieder auf Stopp, damit das Video gesichert ist. So, wir gehen raus. Hier sieht man, alles mit Folie eingepackt. Ich sehe nichts auf dem Bildschirm, ich hoffe, ihr seht das. Action-Schienen. Boah, es ist warm. Es soll ja heute 30 Grad werden. Hier sind die Action-Schienen gesetzt. Der Unterputz kommt am Dienstag. Da. Alles eingepackt. Unser Stuckateur hat übrigens gesagt, wir hätten wahrscheinlich ein Wespennest auf der Giebelseite. Ich hoffe, weil er hatte Wespen um sich rumschwirren, die scheinbar einen Eingang gesucht haben, die er mit einer Leiste wahrscheinlich zugemacht hat. Und aber ich habe noch nichts gefunden. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht hatte er nur, weil wir ja hier mitten im Wald wohnen, das Pech, einfach ein paar Wespen zu haben. Die Kellertür ist auch eingepackt. Und David mal von außen besuchen.
Muss ich hier nur vorbeikommen. Hier wart ihr noch gar nicht, ne? Da schraubt er. Ja. Dann gehen wir wieder zurück. Wir waren gerade einkaufen. Der David trägt jetzt Platten rein und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier unten im Erdgeschoss die Fenster geklebt. Wir stützen immer ein bisschen ab. Und das andere auch. Hier haben wir Steine drunter gelegt für die Trockenbauwand. Die wollen wir gleich noch stellen. Deswegen haben wir Trockenbau gekauft. Und hier kommt ja unser Küchentresen hin. Da wird auch Trockenbau gekauft. Da ist der David mit Profilen. Ich stelle dir jetzt gleich die Kamera hin, dann sieht man, wie viel du... Das mache ich dann in Schnelldurchlauf. Oh Gott, das heißt also, ich darf mich nicht daneben benehmen, ja? Du darfst auch tanzen. Ich stelle dir das da hin, mal gucken. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Doch, so sieht man es. So, und los geht's. David packt ein. Jiha. Jetzt werden wir ein wenig Trockenbauwände vorrichten und da dürft ihr natürlich auch gerne dran teilhaben. Hey, heute dürft ihr mit mir vorlieb nehmen. Heute drehe ich mal die Runde, weil ich nächste ist gerade fleißig. Ja, wir haben ja, wie ihr auch in unserem Video sehen könnt, geht einiges vorwärts. Und jetzt gerade, denke ich, können wir mal wieder so ein bisschen rumlaufen und gucken, wie es so aussieht, wenn wir gerade nicht zeigen, wie es vorwärts geht. So, na, der Pausenraum, hier und hier, die Fensterreibung jetzt geklebt sind, hat sich nichts verändert. Hier ist jetzt richtig Musik drin. Wir haben den Tresen als Trockenbau soweit vorgerichtet. Ja, hier könnt ihr nachher auch noch live verfolgen, wie da Wand draußen steht. Hat jetzt aber auch zur Folge, dass man hier nicht mehr so elegant durchmarschieren kann. Wir müssen uns jetzt gerade voll dran umgewöhnen, dass wenn man in die Küche will, man hier an den Säulen vorbei diesen kleinen Umweg in Kauf nehmen muss.
Hier kommt man jetzt noch durch. Das soll nachher aber auch nicht mehr möglich sein. Hier ist gerade das fleißige Steinchen schneiden und Riebesplatten schneiden angesagt. Und ein wenig Kabelsalat, weil die Elektriker hier vorgerüstet haben. So, hier haben wir zwischendurch schon die Bodenprofile für die nächste Trockenbauwand verschraubt. Die müssen noch oben rein. Und dann kommt man auch hier, so elegant wie ich das jetzt tue, schwupps, natürlich nicht mehr durch. Oh, was ist hier noch Schönes passiert? Wir gucken. Ein wenig Schutt. Weil wenn Schutt zusammenkommt, heißt das, dass was passiert. Hier diesen wunderschönen Holzlatten könnt ihr entnehmen, dass auch hier die Decke weitergeklebt ist. Das heißt, wir haben wieder eine Laibung abgeschlossen. Da sind jetzt nicht mehr so viele da. Hier ist alles toll, weil auch da ist die Decke eingeklebt. Hier seht ihr es auch. Alles so schick. Besondere Leidenschaft dabei bringt es immer, diese kleinen Reststücke hier zu machen. Gar nicht anstrengend. Unser Balkongitter wartet darauf, verschraubt zu werden. Hier seht ihr, eine Decke ist fertig. An dem Fenster müssen wir die Decke noch machen. Und dann sind wir im Bad. Hier muss auch noch ein bisschen geklebt werden. Und stellt euch vor, hier wird fleißig geklebt. Naja, ich vermörtel das erstmal. Wir hatten ja so ein kleines Loch. Guck mal kurz rein. Ja, da ist irgendwie so gefühlt so ein Kubikmeter Stein weggebrochen, ungefähr so breit wie diese Holzlatte. Breiter ja, als diese Holzlatte. Hier sieht man noch, das Loch ist ausgebrochen. Da ist ein Hohlstein komplett gebrochen. Und damit da nicht so viel Luftraum hinter ist und damit man eine Fläche hat, wo man dann auch drüber putzen kann, wird jetzt hier hintermörtelt. Irgendwann wird das Brett dann weggenommen. Dann müssen wir hier nochmal drüber gehen. Aber guck mal, der ganze Eimer ist jetzt da drin verschwunden. Tada, es war mal Mörtel. Und jetzt ist hier Mörtel. Ui. Wir können also noch einen Ansatz machen, das heißt, wir brauchen noch ein neues Paket. Also das eine werde ich jetzt aufbrauchen. Ich habe links noch gar nichts reingefüllt. Ah, ja. Gut, dass Mörtel ja halbwegs bezahlbar ist. Da können wir ja passen. So. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir ein bisschen Rundgang gemacht. Auf dem Dach ist nichts passiert. Im Keller habe ich ein Regal klein gemacht. Das habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Wie, du hast klein gemacht, das glaube ich. Aber nicht das Endergebnis, oder? Achso, ja, dann gehen wir nochmal in den Keller. Ach stimmt, und neue Kabel stehen da auch rum. Dann gehen wir da jetzt auch noch kurz gucken. Und danach könnt ihr dann, oder je nachdem wie wir schneiden, könnt ihr dann vorher im Video sehen, wie wir Trockenbau machen. So, im Keller ist das Booster. Damit die Kamera nicht völlig am Rad dreht, nehmen wir ein wenig Licht mit. Ja, denn der süße kleine Lightsaber. So, ja, ein wenig düster ist das halt schon. So, hier ist jetzt gerade alles ein bisschen vollgeräumt, weil wir oben den Platz brauchen, damit da die Träger weg können. Hier wird das Regal klein gemacht, damit wir jetzt als nächstes dann hier das Pelletlager installieren können. Oh, bleibt alles spannend. Und überall fliegt hier ein wenig mehr und neues Kabel rum. Hier, gut. Ist nicht so furchtbar viel passiert. Liegt noch der alte Verteilerkasten. Und ja doch, hier weiß ich gar nicht, ob man das schon gesehen hat. Hier haben wir auf jeden Fall das Mäuerchen weggemacht. Zweimal bin ich ein bisschen leider in den Tiefschlag gegangen. Das müssen wir noch beiputzen. Aber insgesamt alles ganz harmlos, denke ich.
Und die Ladenkiste wächst und gedeiht. Und dann haben wir es soweit. Dann unterbreche ich jetzt an dieser Stelle erstmal. So. Und stelle mein Lichtchen ab. So. Ja, dann haben wir jetzt erstmal einen kleinen Rundgang gemacht. Und dann würde ich sagen, seht ihr jetzt doch ein bisschen was, wie wir hier vorwärts kommen. Bis später. So, beim Trockenbau kommt es jetzt darauf an, dass man hier schön guckt, dass diese Latten 60 cm Abstand haben und dass man dann entsprechend jetzt die Höhe der Platten ausmisst, hübsch zuschneidet und dann kann das schon aufgeschraubt werden. Wenn man dann sich seine Schnittkante gezeichnet hat, geht man einmal mit dem Cuttermesser durch die Papierschicht, weil dann wird die Integrität der Kartonplatte so ein bisschen beeinträchtigt. Man sollte es nur ordentlich machen. Nicht so abrutschig wie ich gerade. Aber was hier übersteht, schnippelt man eben nachher so ein bisschen bei. Das ist nicht ganz so wild. Aber in dem Moment, wo man das hier halt aufgetrennt hat, dann wird die Platte brüchig und man kann die ganz einfach abknicken. Dafür habe ich ja hier extra die Werkbank da. So, sobald es angeschnitten ist, ne, gibt der nach. Und um die Platte jetzt ordentlich weiter nutzen zu können, geht man dann durch den Knick und schneidet praktisch die zweite Papierfalz auch noch durch. Das Messer wehrt sich ein wenig, aber auch das kann nicht ewig so. Und schon kann dieses Stück gleich noch weiter verwendet werden. So, das war dann auch, glaube ich, genug davon zu erklären. Und jetzt füllen wir einfach, wie das Ganze vorwärts geht.